Willkommen, liebe Freunde der Bewusstseinsforschung, mit Jonathan und Shiva, den Matrixern. Heute mit einem sehr spannenden Video. Nicht, dass ich das nicht jedes Mal sagen würde, aber es ist trotzdem spannend. Es geht nämlich um die verschiedensten Facetten der Zeit. Ja, wir hatten ja schon eine Reihe von Zeitreisevideos erstellt, aber das kann man schon als Erweiterung dieser zweiteiligen Reihe betrachten. Und heute geht es um Zeitlinien und Zeitdilatationen. Ja. Wer wieder mit seinen Fremdwörtern. Well, ja. Wir haben uns eine Serie angeschaut und dachten, und dann haben wir natürlich darüber gesprochen und diskutiert. Die Serie heißt Loki, Teil 2, zweite Staffel. Und ja, ein bisschen verrückt und ein bisschen verwirrend, aber sehr spannend, grundlegend schon. Und da dachten wir, darüber müssen wir auch mal sprechen. Denn ja, einiges haben wir da noch gar nicht von angeschnitten, auch gar nicht in den Zeitreisevideos. Und ja, das machen wir heute. Ja, vielen ist vielleicht schon aufgefallen, dass die Zeit im Moment ein bisschen verrückt spielt. Wir haben von zig Leuten, vielleicht sogar schon hunderten Leuten auf der ganzen Welt Zuschriften bekommen, dass irgendwas mit der Zeit nicht stimmt oder dass die Zeit gefühlt viel, viel schneller vergeht. Und ja, wir dachten erst, das wäre ein Phänomen hier im El Paraíso Verde in Paraguay, weil das Erdmagnetfeld hier am schwächsten ist, aber dem ist nicht so. Auch von Leuten aus Amerika oder Deutschland haben wir erzählt bekommen, ja, ich schaffe irgendwie nur noch die Hälfte am Tag, obwohl der Tag gleich viele Stunden hat. Und da haben wir mal ein bisschen reingeforscht. Und ja, unsere Wahrnehmung ist, dass sie die Zeitwahrnehmung manipuliert haben. Sprich, sie haben, der Tag hat immer noch 24 Stunden, aber nach unserer Wahrnehmung hat sie praktisch nur noch 12 Stunden. Deswegen schaffen viele auch nur noch die Hälfte, wie wir so erfahren haben. Und wobei die Hälfte? An Arbeit zum Beispiel. Ach so. Das, was sie vorher in 8 Stunden geschafft haben, müssen sie jetzt 16 Stunden für aufbringen oder wie gesagt, schaffen nur noch die Hälfte. Und ja, es ist aber auch nur ein Wahrnehmungsphänomen, denn die Zeit kann man nicht beeinflussen oder manipulieren, da sie ja in Wahrheit nicht wirklich existiert, aber die Wahrnehmung der Zeit, daran kann man sehr wohl herumspielen und rumdoktern, genau wie an unseren Erinnerungen. Und ja, das fanden wir eigentlich sehr spannend. Ja, wie ihr wisst, gehen wir davon aus, auch weil wir das selbst schon wahrgenommen haben, dass es eben sehr, sehr viele Zeitlinien gibt, alternative Realitäten, in denen wir uns ebenfalls befinden, die also parallel zu unserem Alltag bzw. Alltagsrealität ablaufen. Als Mensch in der Matrix nimmt man natürlich immer nur eine Realität wahr. Und das Interessante daran ist, dass wir sogar innerhalb dieser einen Alltagsrealität gelegentlich die Zeitlinie wechseln. Und wir kriegen es überhaupt nicht mit. Das liegt daran, dass eben unsere Wahrnehmung so gedrillt worden ist, eigentlich schon von Geburt an, dass wir also nur eine Realität wahrnehmen, beziehungsweise alle Erlebnisse und Erfahrungen in der Alltagsrealität hintereinander packen und eben davon ausgehen, dass sie alle zu einer einzigen Realität gehören. Ich würde sogar, also wir gehen sogar davon aus, dass das ein Standardprogramm ist, wie einige weitere Programme, das schon vorgeburtlich installiert ist, also in jedes Ego eigentlich dieses Standard-Zeitwahrnehmungsprogramm vorinstalliert ist. Und wenn du geboren bist, hast du das eigentlich schon im Gesamtpaket mit dabei. Diese Einteilung der Zeit in lineare Abschnitte.
Ja, und das Ego ist eben, wie du sagst, sehe ich auch so, eben darauf programmiert, nur eine Realität und nur ein Ich wahrzunehmen, nämlich sich selbst. Ne? Und das ist schon eine Brille, die man da auf hat, beziehungsweise ein Filter, der da aktiv ist und dann natürlich die Geschehnisse in der Alltagsrealität entsprechend programmiert. Ob das jetzt wirklich von Geburt an ist, es kommt immer darauf an, wann die Persönlichkeit in den physischen Körper eingetreten ist. Und sobald eine Persönlichkeit in einen physischen Körper, ja, nennt man ja so allgemein Inkarnation, ne, eingetreten ist, dann verhält es sich eben so, dass dieser Filter sofort aktiv ist. Er ist sozusagen ein Standardprogramm in der Alltagsrealität. Das Ego. Die Ich-Persönlichkeit oder das Alltags-Ich oder wie immer man das nennen möchte. Und mit diesem nimmt man dann eben die Zeit so wahr, wie man sie wahrnimmt und interpretiert alles als eine Realität auf einem Zeitstrahl. Und trotzdem ist uns eben aufgefallen in erweiterten Bewusstseinszuständen, die man durch Meditation beispielsweise erreichen kann oder durch die spirituelle Dissoziation, dass es viel, viel mehr Realitäten gibt, neben unserer Alltagsrealität und auch viel, viel mehr Zeitlinien. Und dass wir sogar immer wieder hinüberwechseln in diese Zeitlinie und wieder zurückkommen. Das klassische Beispiel, was aber die meisten von euch vielleicht nicht so unbedingt interpretieren würden oder können, ist das Träumen. Ne, wenn wir uns also nachts ins Bett legen, wechseln wir auf natürliche Art und Weise die Zeitlinie. Es ist sozusagen ein natürliches Phänomen, natürlich in Anführungsstrichen. Und dieses Phänomen ist sozusagen eine Zeitreisepflicht, die jeder hat. Jede Nacht. Jede Nacht ist Zeitreisepflicht angesagt. Das bedeutet, du legst dich ins Bett, dein Körper schläft ein und du wechselst in andere Zeitlinien. Vielleicht in 3, 4, 6, 10, 20 unterschiedliche Zeitlinien in einer Nacht. Und wenn du morgens aufwachst, alles, was du erinnerst, sind dann einige Bruchstücke. Oder nichts. Je nachdem, wie gut du eben im Erinnern deiner Träume bist. Daher gehen wir davon aus, dass ungefähr 90 bis 95% unserer Träume oder die Träume der meisten Menschen nur auf diesen Zeitlinienwechseln beruhen. Interessant ist auch, dass man ja nicht nur die Zeit nicht linear ist, sondern dass man ja eigentlich in jeder Zeit gleichzeitig existiert. Es gibt also auch eine Shiva 1995, es gibt eine Shiva von vor 2 Stunden. Also es gibt alle möglichen Realitäten, in der du überall auch gleichzeitig existierst. Sogar die von 1589 oder 1910. Und auch da wechseln wir ständig hin. Und das ist auch das Phänomen des Déjà-vus. Da wir ja überall gleichzeitig existieren, wo wir je inkarniert waren. Also wenn ich jetzt nicht in 890 in Ägypten inkarniert war oder dort keine Zeitlinie habe, kann ich dann natürlich auch nicht hinwechseln. Aber überall dort, wo ich je existiert habe, existiere ich gleichzeitig. Sprich, in Wahrheit leben wir auch gerade unser Leben in England, 1890 bis 1925 oder sowas war das ja. Ja, das ist auch eben die Theorie für die Déjà-vus. Das heißt, die Shiva von 2016 kriegt vielleicht sogar ein Déjà-vu von mir, weil ich die Dinge ja schon erlebt habe. Ich bekomme vielleicht ein Déjà-vu aus 2028, weil das selbst in 2028 den Moment jetzt in 2023 schon erlebt hat. Und dahin ist auch der Ursprung zu unserem wahren Selbst oder unserem höheren Selbst zurückzuführen.
denn das ist ja als allererstes den Weg gegangen. Ja, also auch Einstein sagte ja schon, Zeit ist relativ. Ja, das ist ja relativ. Und dann hat man ihn gefragt, ja, was soll das denn bedeuten, Zeit ist relativ? Und da hat er gesagt, nun, eine Stunde beim Zahnarzt ist wesentlich länger als eine Stunde auf einer Party. Ja. Okay. Das heißt also, die gefühlte Zeit, die subjektive, wahrgenommene Zeit ist wirklich relativ. Ne? Weil eine Stunde auf einer Party, weg ist sie, oder eine Stunde am Computer oder so. Da merkt man es ja auch am Computer, das ist ja auch vielen schon aufgefallen. Wenn man sich vor einen Computer setzt, vergeht die Zeit wesentlich schneller, komischerweise. Man hat den Eindruck, dass es keine Stunde war. Und wenn man beim Zahnarzt war oder irgendwo eine Diskussion mit seinem Chef hatte oder sonst irgendwas, was einem unangenehm war, interessanterweise wird da irgendwie die Zeit gedehnt. Ne? Und dann sagt man, boah, ich glaube, ich habe mich 3 Stunden mit meinem Chef unterhalten. Ne? Und vielleicht warst du nur eine halbe Stunde im Büro. Ja. Also da erkennt man schon, dass die Aussage von Einstein korrekt ist, die Zeit ist relativ. Und das einzige Objekt, das die Menschheit besitzt, um die Zeit objektiv darzustellen, ist ja die Uhr. Also die Uhr sagt uns, es ist 10 Uhr und nach einer Stunde ist es 11 Uhr. Egal, ob dir die Stunde jetzt 5 Minuten vorkam oder wie 3 Stunden. Trotzdem, wie Shiva schon sagte, haben wir viele Nachrichten bekommen von Leuten, die uns über ein Phänomen informiert haben, dass eben sie das Gefühl haben, die Tage wären irgendwie kürzer. Ja, die sind nur noch halb so lang. Ja, nur noch so halb so lang oder so. Die Uhr zeigt 24 Stunden an, aber wenn man am Computer beispielsweise arbeitet, fällt einem das auch auf. Oder vielleicht im Büro oder sonst irgendwo, muss ja nicht unbedingt der Computer sein, dann fällt einem auf, dass man früher, vielleicht vor 10 Jahren oder 20 Jahren, keine Ahnung, mehr geschafft hat in 8 Stunden als heutzutage. Und das können wir auch bestätigen. Ne? Also heutzutage kommt uns das auch so vor, als würde man jetzt irgendwie nur noch die Hälfte von dem schaffen, was man normalerweise in 8 Stunden geschafft hätte. Vielleicht kommt es einem immer noch wie 8 Stunden vor oder wie 20, wenn man auf Arbeit ist. Trotzdem schafft man nur noch die Hälfte. Ja, oder Leute, die, was weiß ich, hört man ja auch oft, dass die sagen, oh, das Wochenende ging so schnell um. Ja. Ne? Weil sie ja Spaß am Wochenende hatten. Sie sind zu einer Party gegangen, haben Freunde besucht, wurden eingeladen oder sonst irgendwas. Und ruckzuck war das Wochenende vorbei. Und dann kommt wieder der graue Montag. Genau, oder wenn Leute erzählen von früher, dass die 6 Wochen Sommerferien oder 8 Wochen, denen kam das vor wie eine Ewigkeit. Und jetzt sind 6 bis 8 Wochen plötzlich urschnell um. Jetzt fahren sie in Urlaub und das Gefühl, die 8 Wochen wären im Nu vorbei gewesen. Also daher gehe ich schon sehr stark von einer Manipulation der Wahrnehmung der Zeit aus. Ja, das denken wir auch. Oder der Mandela-Effekt. Ne? Ja, der zeigt uns ja auch, dass da was mit der Zeit und mit den Zeitlinien irgendwo was nicht stimmt. Ja. Ja, da wollen wir auch noch ein Video drüber machen demnächst. Und der Mandela-Effekt zeigt ja auch, dass es bereits ja, kollektiv schon Zeitlinienwechsel gegeben hat, die vielen Leuten aufgefallen sind. Und jeder von uns befindet sich also in verschiedenen Zeitlinien. Man kann gegenwärtig in mehreren Zeitlinien existieren, so wie du das geschildert hast. Ja? Shiva vor 2 Stunden, Shiva gestern, Shiva morgen oder Shiva in 10 Jahren oder vor 20 Jahren oder wie auch immer. Und es gibt aber auch natürlich jahrhundertübergreifende Zeitlinien. Es kann durchaus sein, wie du sagtest, 1589. Könnte durchaus eine Shiva existieren, die aber vielleicht anders aussieht. Aber interessant ist, was wir auch gesehen haben, da wir ja schon viele unserer Inkarnationen gesehen haben, und uns danach auch gegenseitig bestätigt haben, da wir auch die eine oder andere Inkarnation zusammen verbracht haben, dass wir uns sehr ähnlich sehen zu unserem heutigen Jetzt-Aussehen. Also man nimmt die DNA
ich würde es halt so nennen, immer mit. Also die genetischen Informationen, würde ich jetzt mal eher sagen, nimmt man mit. Die hast du eigentlich schon immer dabei gehabt, auch von da, wo du vorher herkamst. Und daher siehst du auch hier auf der Erde immer ähnlich aus. In unserem England-Leben sah ich auch sehr ähnlich, hatte nur braune Haare. Jonathan sah sich auch sehr ähnlich, hatte ein etwas längeres Gesicht, bisschen dunklere Haare, aber grundlegend schon immer sehr, sehr ähnlich. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen, wie ich zum Beispiel in dem Leben, das wir auch zusammen verbracht haben in England, da hatte ich ein wesentlich längeres Gesicht, auch lange Haare. Auch lange Haare. Aber dunkelbraun waren die Haare. Ja. Und sonst sah ich mir eigentlich ganz recht ähnlich, würde ich sagen, ja. Ja, in vielen Leben, ja. Und woran liegt das? Man schleppt anscheinend seine DNA über Leben hinweg mit sich mit. Ist ja auch eigentlich logisch, weil ja der Geist die DNA formt. Ja. Und wenn der Geist die DNA formt, die DNA des Körpers, ist ja auch klar, dass wir, wenn wir in eine neue Inkarnation eintreten oder in eine andere Inkarnation eintreten, dass dann die DNA angepasst an den Geist dann auch für ein entsprechendes Aussehen sorgt. Und darum kann man davon ausgehen, dass man eigentlich in vielen seiner Leben sehr ähnlich aussieht oder zumindest daran erinnert, dass man immer wieder sagen würde, ja, das Gesicht kenne ich irgendwoher. Und das erklärt ja auch beispielsweise, warum sich zwei fremde Menschen begegnen können und der eine sagt zum anderen, komisch, ich kenne dich irgendwoher. Ja. Das sagt man ja dann, ich kenne dich irgendwoher, aber es kann nicht sein. Wir sind uns doch niemals im Leben begegnet. Richtig, in diesem Leben. Denn es kann durchaus sein, dass ihr euch in einem anderen Leben bereits begegnet seid und die Person dann eben sehr ähnlich aussah. Darum sagt man dann auch, du erinnerst mich an irgendwen. Oder, ja, ich glaube, du siehst irgendwem ähnlich. Oder irgendwie kommst du mir total bekannt vor. Oder auch, du kommst mir total vertraut vor. Oder solche Sprüche kennt man ja. Ja, und da kommen natürlich auch die Zusammenhänge, auch Déjà-vus, wie du sagst. Wenn ich zum Beispiel träume, eine bestimmte Szene, dann heißt es ja, in dem Traum habe ich die Zeitlinie gewechselt, habe dort eine bestimmte Erfahrung gemacht, vielleicht im Jahre 2024. Bin ich hingesprungen, habe dort eine Erfahrung gemacht, springe wieder zurück in meinen Alltag und ein Jahr später mache ich diese Erfahrung. Und dann tritt das Déjà-vu ein. Ne? Klar, weil man ja schon in der Zeitlinie gewesen ist zuvor. Ja. Also man nicht persönlich, aber man war mit seinem eigenen Bewusstsein anders selbst in der Zeitlinie angeschlossen. Kommt einem immer vor, als hätte man es schon erlebt, aber war man nicht selbst. Ja, und alle Leben sind natürlich gleichzeitig auch alle alternativen Realitäten, in denen es 35.720 Shivas gibt und 35.720 Jonathans. Also das heißt, 2028 findet genau jetzt auch statt. Jetzt, wo heute der 26.11.2023 ist, glaube ich. Jedenfalls ist da auch der 2028 findet jetzt genau parallel zur gleichen Zeit auch statt. Ja, wie kann das denn sein, dass die ganzen Leben gleichzeitig sind? Aber man redet ja immer wie, ja, in meinem letzten Leben oder in meinem vorherigen Leben oder in meinem vorvorherigen Leben und so weiter. Das tun wir ja schon, dass man so redet. Ne? Klar, wir wurden ja auch so programmiert. Ne? Ja, richtig, wir wurden so programmiert. Das heißt, wenn man sich in einem anderen Leben mit einem Cowboy-Hut sieht und da gab es noch keine Autos, dann geht man davon aus, ach, ich hatte ein Leben im Wilden Westen. Eigentlich heißt es ja, ich habe gerade ein Leben im Wilden Westen. Ja, eigentlich wäre das korrekt. In Wahrheit schon. Ja, wie kann das denn sein? Stellt euch mal euer Handy vor. Ne, ihr schaut auf euer Handy und habt dort mehrere Spiele-Apps. Ja, genau. Und jedes Spiel spielt in einer anderen Zeit. Das heißt, die Apps mit den verschiedenen Spielen existieren alle gleichzeitig auf deinem Handy. Du brauchst nur draufklicken und zack, bist du in der Westernzeit. Ja. Und wenn du wieder rausgehst, sind ja wieder alle Leben gleichzeitig, alle Spiele gleichzeitig. Dann denkst du, ja gut, da spiele ich jetzt mal ein Science-Fiction-Spiel, fliege im Raumschiff durch die Gegend
und sammel Waren ein und verkauf die am nächsten Planeten. Ne? Zack, bist du drin, bist du in der Zukunft. Und während du in dem Spiel drin bist, nimmst du die Ereignisse auch hintereinander wahr, zeitlich geordnet, so lange, wie du das Spiel eben spielst, weil ein Spiel ist halt so aufgebaut. Ja. Ein Spiel ist so aufgebaut, dass du eben irgendwann anfängst und dich in dem Spiel entwickelst. Ne? Du kaufst ein immer besseres Raumschiff mit immer tolleren Waffen, mit größeren Frachträumen. Ne? Du beginnst dann vielleicht einen besseren Titel zu erhalten, einen besseren Ruf in dem Spiel. Ja, und da ist das Spiel eben von vornherein so programmiert worden. Eben die Realität hintereinander in einer kausalen Form wahrzunehmen. Ja, dein Fokus ist eben in deinem Jetzt-Leben oder auf dieser einen App. Aber wenn du richtig gut bist, dann kannst du auf allen Apps gleichzeitig spielen. Ja, dafür müsstest du natürlich ein Super-Handy haben. Ein Super-Handy oder ein Super-Bewusstsein. Ein Super-Quanten-Handy. Ja. Ja. Ja, jedenfalls würdest du das können, theoretisch halt, würdest du sehen, dass eben alle Apps gleichzeitig laufen und alle Apps gleichzeitig spielen. Du eben all in dein Leben, dass du in all dein Leben eben gleichzeitig alle spielst und bist. Genau. Ja. Aber wenn du natürlich mit deinem Fokus dich auf ein Spiel konzentrierst und ein Spiel betrittst, dann nimmst du das Spiel und die Spielelemente hintereinander wahr, wie in einer zeitlichen Abfolge. Ja. Und klar, wenn du ein Superhandy hast, dann kannst du auch vielleicht über 5 Bildschirmen 5 Spiele gleichzeitig spielen. Oder 10 oder 20, kommt drauf an, wie gut deine Konzentration und ein Multitasking ist. Ja. Und da könnte man natürlich auch Pausen nutzen. Ne? Also wenn natürlich in Spiel 3 deine Spielfigur, dein Avatar gerade mal auf Toilette geht. Oder liest. Oder irgendwie was Langweiliges macht wie Lesen oder Essen oder sowas. Dann kannst du ja schnell zum anderen Spiel rüberspringen und da weiterspielen. Ja, und du kannst ja dann auf dem Bildschirm kurz mal rüberlinsen und gucken, na, ist er mit dem Essen fertig oder kommt er wieder aus dem Bad? Also da sieht man schon, welche Möglichkeiten für ein Wesen bestehen, das eben außerhalb der Spiele ist und seine Avatare bedient. Und dieses Wesen, das eben außerhalb aller Spiele ist und alle Avatare bedient, ist man selbst natürlich auch. Und der Avatar oder all die Avatare mögen vielleicht unterschiedlich aussehen, aber der Spieler sieht immer gleich aus. Letztendlich. Letztendlich. Ja. Ist aber dir auch so, ne? Du kannst da 30 Spiele spielen auf deinem Computer oder auf deinem Handy und der das Handy in der Hand hält, sieht immer gleich aus. Ist immer dieselbe Person, ne? Von der Wahrnehmung her. Mit dem gleichen Aussehen und mit der entsprechenden DNA. Und da kann man vielleicht anfangen, die Gleichzeitigkeit zu verstehen. Ja. Weil viele fragen uns auch immer, wie, ja, die Leben sind alle gleichzeitig. Wie kann man sich das vorstellen? Ich verstehe das gar nicht. Wie soll das laufen? Ne? Wie kann das sein? Ich kann doch nicht Cowboy, Indianer und ein Soldat sein gleichzeitig. Und wie soll das denn gehen? Ja. Also muss ich die doch hintereinander erleben. Erst ein Indianer, dann ein Cowboy, dann ein Soldat. Und wenn ich der Cowboy bin, sage ich, ich war in meinem vorigen Leben ein Indianer und in meinem nächsten Leben bin ich halt ein Soldat. Ja. Aber da erkennt man das anhand der Spiele, dass das alles gleichzeitig ablaufen kann. Mit einem Superquanten-Handy beispielsweise. Und Handys sind ja eh nur technologische Gegenstücke zu unseren inneren wahren Fähigkeiten. Man sieht das ja bei SMS. Eine SMS zu verschicken oder eine Nachricht zu verschicken über WhatsApp oder Telegram ist ja auch ein technologischer Ersatz für unsere telepathischen Fähigkeiten. Ja. Ich könnte auch eine SMS telepathisch zum Beispiel an Shiva schicken. Die kommt dann bei ihr an, sie liest sie aus und braucht gar keine Technologie. Aber da viele von uns vergessen haben, wie Telepathie funktioniert
Und wir auch im Laufe unseres Lebens darauf gedrillt wurden, durch Schule, Studium und so weiter, dass Telepathie ja nicht möglich ist oder niemand kann das, brauchen wir eine Krücke. Ja, und in unseren Träumen, da können wir eben beginnen zu verstehen, dass es andere Zeitlinien gibt. Das Problem ist nur, wie auch in unserem Alltag, wenn du in einem Traum bist, glaubst du immer noch, du wärst der aus dem Alltag. Ne? Denkst du. Weil du eben sozusagen das Wissen und dein Selbstbild über dich selbst mitnimmst in den Traum. In Wirklichkeit ist das aber gar nicht so. Denn wenn du dich in einen Traum begibst, schließt du dich eben an eine andere Zeitlinie an, beziehungsweise an ein anderes alternatives Selbst oder ein Parallel-Selbst in seiner eigenen Alltagswelt an. Und von da an nimmst du eben das wahr, ne, was er da so wahrnimmt. Und da kann es natürlich auch vorkommen, dass beispielsweise du erlebst, wie du stirbst. Darüber haben wir auch ein Video gemacht, oder? Mhm. Was passiert, wenn man im Traum stirbt? Ja. Und da solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Ne? Auch sehr spannend und hängt auch mit diesem Video hier jetzt recht gut zusammen. Und so machen wir das jede Nacht. Wir träumen von anderen Zeitlinien, in denen wir agieren. Also ich erinnere mich da auch, und ich denke, du sicherlich auch, an viele Träume, in denen man irgendwie durch die Zeit gereist ist. Ja. Und es gibt auch ein sogenanntes Zeit-Selbst. Und dieses Zeit-Selbst ist auch in der Lage, ganz bewusst verschiedene Zeitlinien zu betreten. Ich habe auch einige Erinnerungen an Träume, in denen ich aus der Perspektive dieses Zeit-Selbst von mir wahrgenommen habe. Ja. Sehr spannend. Ne? Haben wir auch ein Video drüber gemacht. Heißt sogar, glaube ich, das Zeit-Selbst. Ja, genau. Da sollten die Zeitreise-Interessierten unter euch mal reinschauen. Stimmt, das ist spannend. Ja. Ja. Und da ist es ja auch so gewesen, dass ich dann in einem Zeitselbst von mir war, beziehungsweise an das Bewusstsein meines Zeitselbst angekoppelt war und aus seiner Perspektive eben wahrnehmen konnte. Und ein Träumer, der beispielsweise trainiert ist, der kann eben im Traum erkennen, entweder dass er träumt, oder er kann auch erkennen, dass er nicht das altbekannte Alltags-Ich aus der normalen physischen Realität ist, die er gewohnt ist, sondern dass er jetzt an eine alternative Version seiner selbst mit seinem Bewusstsein angekoppelt wurde und kann daraufhin eben Informationen über andere Zeitlinien sammeln. Hm. Also jemand, der beispielsweise ein Traumtagebuch führt, das ist ein Mensch, der eben seine Reisen in andere Zeitlinien notiert. Das wird aber euer Lehrer oder euer Professor in der Uni niemals so darstellen. Wenn ihr sagt, ja, ich bin ein Zeitreisender, jede Nacht reise ich durch Zeitlinien und notiere mir meine Zeitreisen. Aber jeder, der ein Traumtagebuch führt, ist ein Zeitreiseforscher eigentlich, weil er seine Ausflüge in andere Zeitlinien notiert und festhält. Und Menschen, die eben sich nicht an ihre Träume erinnern, die morgens aufwachen und haben null Erinnerung, tja, das sind eben Leute, die nicht so viel Interesse an Zeitreisen haben. Ja, jedenfalls Zeitlinien ist ein ganz spannendes Thema. Man kann auch beobachten, dass wir während des Alltags in den Zeitlinien hin und her wechseln. Ist dir auch schon aufgefallen? Ja. Wir haben auch schon einige Zuschriften von Leuten bekommen, die das auch sagen. Wir pendeln irgendwie zwischen zwei Zeitlinien. Denn in einer Zeitlinie bin ich manchmal drin, da habe ich eine rosige, wundervolle Zukunft vor mir und alles ist positiv. Und dann wechsle ich wieder in eine Zeitlinie, in der alles irgendwie ein bisschen dunkler ist, depressiver und die Zukunft ist doch nicht so rosig. Sag doch einfach apokalyptisch. Ja. Und Zeitreisen eben und das Wechseln in andere Zeitlinien passiert eben ganz automatisch. Beispielsweise jetzt, wo ihr da jetzt vor eurem Computer oder vor eurem Handy sitzt und guckt uns das Video an. Würdet
Könntet ihr beweisen, dass jetzt in dem Augenblick, in dem ihr das Video anschaut, wirklich Sonntag ist? Weiß man ja nicht, ob wirklich Sonntag ist. Denn es könnte auch zwischendurch mal für eine Stunde Montag gewesen sein. Das ist auf jeden Fall mal Montag. Ja. Und würde einem überhaupt nicht auffallen. Ja, warum fällt einem das nicht auf? Ja, Ego-Filter. Das Ego hat den Auftrag, alle Erlebnissequenzen, auch wenn es andere Zeitlinien betrifft, in eine Realität einzuordnen und zeitlich anzuordnen. Ja. Und das ist eben der Punkt. Während des Alltags und auch im Traum reisen wir durch Zeitlinien, ohne dass wir das großartig mitkriegen. Im Alltag vielleicht minutiöser, ne? Aber im Traum auch mal etwas größere Zeitreisen, vielleicht in ein anderes Jahr oder in ein anderes Jahrhundert. Das ist ein ganz spannendes Thema mit den Zeitlinien. Da gibt es ja auch zum Beispiel die Serie Dark, ne? Die wir geschaut haben. Ja. Eine tolle Serie, weil die kann einem das Zeitreisen über unterschiedliche Zeitlinien schon so für Anfänger näher bringen, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was wir eigentlich meinen. Wir sagen nicht, dass alles stimmt, was in der Serie dargestellt wird oder wirklich alles so 100% unterschreiben würden, wie die das darstellen, aber es ist schon sehr gut gemacht, oder? Ja, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Zeitreisevideo oder das Thema Zeit in Abschnitten werden wir auch noch behandeln. Sicherlich, weil es ist ja ein spannendes Thema. Ne? Und ja, wir sehen uns nächsten Sonntag. Ja. Ciao. Eine schöne Zeit. Ciao.